Hallo zusammen, hier ist wieder Hotchella und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so einen kleinen Toy-Guide. Heute geht es um ein lustiges kleines Toy, das wir uns einmal hier in Corfia erspielen können. Und zwar befinde ich mich hier im Lager auf den Koordinaten 61, 23. Und hier gibt es random jeden Tag hier ein paar Daily-Quests. Und eine der Daily-Quests hier bei Zika, die gibt uns ein Toy. Und zwar schimpft sich diese Daily-Quest halt, das ist die richtige Daily-Quest. Verschlungene Anima schimpft sich die. Und bei dieser Daily Quest, wenn wir die abgeben, habt ihr gerade gesehen, können wir ein Toy bekommen, und zwar Vesperglocke der Klarheit. Das ist eigentlich eine relativ easy Daily Quest. Da müsst ihr einfach hier nach oben, und ich musste, glaube ich, so einen Boss töten mit einer Maschine, also mit so einem Typen, und das war eine schnelle Angelegenheit. Das Schwere in Anführungszeichen ist halt, ein bisschen zu warten, bis die richtige Daily Quest kommt, die einmal zu machen, und dann gibt es auch zu 100% das Toy, ja. Also falls ihr die Quest hier am Start habt, verschlungene Anima, dann könnt ihr easy das Toy mitnehmen. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns das mal an. Vesperglocke der Klarheit schimpft sich das Teil. Vesperglocke, da gibt es ja mittlerweile schon ein paar mehr. Eine habe ich schon von einem Rare-Event hier auch aus Corfia bekommen, von den Koreanern. Und jetzt gucken wir die mal an. Das ist auch so eine Glocke, oder? Die man einfach nur klicken kann. Ja. Mehr macht sie tatsächlich nicht. Also man stellt eine Glocke auf, die macht dann so ein kleines Dingelgeräusch. Ich habe hier schon die andere, die Vesperglocke der Harmonie. Und die ist halt einfach ein bisschen größer. Ja, die machen sogar unterschiedliche Geräusche, die Glocken. Und dann gibt es noch eine dritte, die man quasi aus der Kyriana-Kiste rauskriegt im Schlund bei dem im Angriff. Und weiß ich nicht, vielleicht wenn man alle drei Glocken hat, vielleicht kann man dann irgendwas Lustiges mitmachen oder einfach nur ein bisschen auf die Glocken draufhauen. Viel mehr gibt es hier tatsächlich nicht zu sagen, also einfach ein bisschen aufpassen, ob die dabei ist. Wenn ihr nicht, wie ich, jeden Tag die Dailies macht, um den Ruf zu farmen, dann ab und an mal vorbeigucken und schauen, ob sie am Start ist. Gut, das war's eigentlich mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.